Wir haben offscreen schon mal das Motorrad hier hingestellt. Ja, damit das nämlich ein bisschen schneller geht. Und Nico meint, dass nicht beide Dinger dafür verantwortlich sind, dass das Ding da aufgeht, aber um kein unnötiges Risiko einzugehen, machen wir es einfach. Aber das geht gar nicht. Ja, aber guck mal, es rumpelt ja jetzt auch schon. Dann fahren wir jetzt schon hin. Nee. Schnell. Hä, warum? Weil die Cutscene eben erst auch nach dem zweiten Mal kam. Ja, irgendwie auch. Ja, es ist verwirrend und bescheuert, aber was will man machen, ne? So. Danach very fast unser Motorrad. Ja. Es scheinen doch beide Schalter dafür verantwortlich vielleicht zu sein. So ein Mühe geht eins nach oben und so ein Mühe geht zwei nach unten. Lara! Oh nein! Jetzt backt sie fest. Ja, das ja, können wir, boah, glaube ich, das noch. Schafft doch kein Mensch. Hast du... Das ist doch jetzt schon wieder zu. Ja, wie soll man denn das bitte schaffen? Das selbst wenn wir jetzt nicht verbuggt wären. Und die Stelle da, um da durchzufahren, die ist auch nicht besonders clever, weil hier nehme ich dann direkt das Ding. Hä? Wie kommen wir denn jetzt mit dem Motorrad wieder hier rüber? Achso, wir müssen wieder über die Rampe fahren. Rennen, arr. Wer hat diese Kamerasteuerung erfunden? Das ist doch zum Kursen, ist das doch. Wow, das war ein cooler Move. Jo, so ein Drift. Das schafft doch kein Mensch so schnell. Ja, dann versuchen wir mal ein Ding zu nehmen. Wie schon gesagt. So, also wir müssen doch über die Rampe fahren, sonst... Ja, aber das kann doch nie im Leben sein. Da braucht man doch ein Turbo bis zum... Weiß ich nicht. Ja, sie hat ja auch keinen Turbo. Oh Gott. Also man könnte ja meinen, ich wäre schon wieder genervt. Und ja, ich bin es. Aber nee, du kannst nicht über die Rampe, weil bist du erstmal dahin wieder läufst. Ja, ja, da aber ist das da schon ist längst ja, wieder zu. Da ist ja auch behindert. Und zwar richtig behindert. Ja, aber wenn wir das vielleicht das so jetzt schaffen, dann. So, Lara, hast du das jetzt? Also du sagst jetzt, wir sollen mal nur das eine U. Wir haben es ganz schön in die Ecke gefahren, das Teil. Ja, aber das passt doch eigentlich noch, oder? Mhm. Ja, Frau, genau. Frau, genau. Aber das, da wird dann wahrscheinlich ein Relikt sein. Also du bist da nicht hingegangen, als du es gespielt hast. Nein. Ich habe mir den Zwang nicht angetan. Ach, es ist tatsächlich nur das Teil, okay. Aha. Aber das geht doch nie im Leben. Lara, bitte. Nee, pff, das, wie denn? Ja, also irgendwie wäre es logisch, wenn dieses Teil dazwischen, aber selbst das macht keinen Sinn, weil man es nicht dazwischen geschoben kriegt, weil das Teil nicht da ist. Ja, pff, ist da irgendwas Wichtiges? Wenn da jetzt ein Relikt ist? Ja, dann scheiß auf das Relikt, ganz ehrlich. Ja, pff, keine Ahnung, wie soll man denn das schaffen? Ja, das schafft man doch bestimmt irgendwie. Ja, aber wie zum Henker denn? Also so denn? Schnell aufgeben will ich jetzt auch. Nee, ich eigentlich auch nicht, aber das nervt mich gerade. Ja, pff, so schnell aber ist die Alte nicht. Du hast... Wir haben... Ja, was haben wir denn? Du hast doch gesehen, wahrscheinlich, bei dem Tor, wenn du runter gehst, dann geht das ja noch ein bisschen weiter nach oben. Also es hat ja noch ein bisschen mehr Zeit. Würde diese Cutscene nicht aufblenden, also dann hätten wir... Denkst du, wir könnten direkt, einfach dran springen, loslassen und dann... Ja... Versucht das mal. Bitte. Jetzt das Motorrad wieder so passt genau zu. Weil das könnte doch vielleicht klappen. Aber ganz ehrlich, wie wollen wir da wieder aus dem Tor rauskommen? Na, dahinter ist bestimmt ein Schalter so. Wenn nicht. Dann hängen wir da fest. Ja, nö. Ich würde mal sagen, du speicherst lieber mal hier. Also ja, bringt das denn was? Das bringt doch eh nichts. Hä, doch. Dann sind wir wenigstens. Also alle Gegenstände sind ja gespeichert und dann... Der hat doch selber gespeichert. Naja. Gut. Speichern. Neu wäre ganz nett. Nein. Nein. Der geht doch nicht mehr zurück. Ja, ist doch gut. Mein Gott. So. Sehr schön. So. Aber könntest recht haben.
Aber das kommt der. Nee, also die Cutscene, die muss kommen. Mist. Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn man es auch schon so hätte. Aber versuch's mal. Warte, genau. Jetzt. Ja, du kannst die Cutscene abbrechen. Du konntest die abbrechen und jetzt schnell, 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 schnell. Das schafft man. Schau, sag ich doch. Haha. Gott sei Dank. Hi. Sind noch Spinnen oder Ameisen? Ich glaube Ameisen. Aber meine Tatsache war richtig. Ja, hast recht gehabt. Yay. Sind alle tot? Wenn da jetzt ein Relikt ist, dann hab ich's gefunden. Nein. Dann haben wir es gefunden. Richtig. Aber sieht nicht so aus. Also ein Schatz, Ist das jetzt der ihr Ernst? eine Vase, ein Medipack. Das war's? Scheint so, ja. Mehr Scheiße nicht mehr. Nee. Ja. Ach doch, da gibt's also einen Hebel. Und hä? Jetzt haben wir den ganzen Kackes dafür gemacht. Ja, weil mehr ist hier ja nicht. Nö, nö, Hi. das war nur dafür. Das finde ich gerade bescheuert. Yes, ich auch. So, der richtige Weg, dafür brauchen wir das Motorrad nicht, aber müssen wieder geradeaus, ne? Ja, ich meine, wir haben Halt! jetzt. Aua. Ich Ach, meine, wir woher haben haben wir jetzt die ganzen ewig. Medipacks her? Sorry, dass ich dir gerade ins Wort laber, aber über die Keine Ahnung. Medipacks war ich jetzt etwas Austrien. erstaunt. Ja gut, eigentlich nicht. So. Eigentlich schon. So. Kann ja eigentlich nur hier drüber sein, aber ne. Nein. Naja, ist Da gut geht sie ja drauf. nicht hoch. Ja, und wozu ist dieser eine Stelle? Ah, Kaminsprung. Okay. Yes. Man muss nur richtig gucken und dann passt das schon. Und wozu ist dann dieser eine Schalter, wolltest du wahrscheinlich gerade fragen? Nee, nee, diese, wo sie sich duckte, da. Und dieser andere Schalter, da hast du auch recht. Oh. Da liegt noch ein Medipack. Das wäre aber logisch, könnten wir da doch mit dem Motorrad durchfahren. Ja, Aber aber wie will das gehen? wir kriegen es hier nicht hoch. Hör auf zu brechen. Wir wollen nicht wissen, was du zum Mittagessen gegessen hast. So. Bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. So. Medipack, danke. Noch eine Vase? Nein. Aber wir könnten vielleicht mal wieder das Medipack noch nicht, ne? Nee. Ach, Vasen. Aber wo ist dann das Relikt? Das würde mich jetzt ehrlich mal interessieren. Ja, Wenn wir vielleicht das. kommt das noch. Ja, aber wenn wir das nicht finden, ist der Dann. Nico ganz schön traurig. Oh, die Brücke gefällt mir nicht. Das muss dir auch nicht gefallen. Ach, und das Vieh. Och, nö. Ach so. Haha. Oh Hehe, die oh. Brücke. Oh Du musst springen, ne? ja, das weiß ich doch nicht. Das sind immer so die Das. Dinge mit Cutscene vermischte Dinger, wo Ja, man handeln soll. das hätte ich dir jetzt auch wieder sagen können. Ach, geh weg, die Cutscene kommt doch eh. Du weißt ja, ich will, dass du stirbst. Ja, das weiß ich. Thors Oh, Hammerhaar. der ist auch. Gut. Wir sind in Sicherheit auf Hammer. Ach, das geht auch nach Zeit. Okay. Ja, Schön. das wusste ich jetzt ohne Scheiß nicht. Das wusste ich. Ach, Kannst du tschüss. mir jetzt glauben oder nicht? Ja, da müssen wir uns rumhangeln und dann schnell runter, ne? Nach links Denk da so. unten. Ja, und wir können eh tun, damit wir schnell. Werden wir dann tun? Kann man? Nein, die Cutscene kann man komischerweise nicht überspringen. Aber dass man auch eine Cutscene einfach so Ach nein, wir überspringen müssen kann, das ist auch darüber. lustig. So. Oh Gott, And diese. now you lass los und dann springen. Heieiei. Das ist aber eine Habe ich sehr. zu viel versprochen mit Klettern? Naja, gut, das geht noch, aber. Ja, aber das kommt die ganze Zeit so. Weil ich meine, wir müssen ja jetzt zum Weg.
weil hier drin ist ja ein Artefakt von Thor. Aha. Was sucht sie denn hier nochmal? Hier wird ja auch wohl... Also hier ist ja alles schon Themen befasst, richtig. Hier so, weiß schon. Ja, sie hat, achso, der Handschuh. Oder nein, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Genau, der Hammer. Deswegen sind hier auch lauter Hammer. Na. Aber der Hammer wird dir auf jeden Spinne, Fall Spinne, Spinne. Sehr gut gefallen. Ja, komm, du feiges Arsch. Mhm, du kommst, wenn wir da gleich rumklettern. Vergiss es, darauf fallen wir nicht rein. Komm nochmal her. Hallo? Was sieht denn? Da um die Ecke. Die kommt, wenn wir da dranhängen. Wetten? Was? Bitte nicht. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, wo auch immer du bist. Hä? Don't ist like sie runter? Die ist runtergefallen, weil das Ding ist gerade weggebrochen. Aha. Dumme Spinne. Das tut uns nicht leid. Doch, mir jetzt schon. Das Schicksal hätte sie nicht teilen sollen. Ja, wir hätten sie so oder so getötet. Ja, aber runterfallen, da zerbricht man sich ja den Kopf. Okay, das ist eine endlose Tiefe. Ah, sie will das schon wieder mit dem Kaminsprung nicht. Doch. Aha. Sie will. Gut. Was liegt da? Weiß ich nicht. Relikt. Da kommt... Nee, irgendwie... Was ist das denn? Das soll wahrscheinlich eine helle Stelle sein, sieht aber sehr verpixelt aus. Sieht wirklich sehr verpixelt aus. Okay, wir springen erstmal darüber. Nach da, oder? Ja. Okay. Nee, nach da. Ja. Das Licht kannst du übrigens auch ausmachen. Ich meine, spart Strom. Ja, sie hat ja keine Stromrechnung zu zahlen. Ja, dann spart's Batterieleistung. Ach, das ist bestimmt wieder das Gift, wo man nicht rein darf. Ja, es ist ganz normales Wasser, nein, Spaß. Nein, nein. Das merkt man, glaube ich, schon. Also, einen Haken gibt es hier nicht. Der gibt's aber von oben. Also, wir müssen doch nicht hier rein. Okay. Dann aber den dahin. Schatz würde ich schon gerne haben. Ja, da kommt man schlecht hin. Könntest du dich irgendwo an der Seite loslassen? Oder... Ach, dahin springen. Da ist die Spinne wieder gewesen gerade. Dahin springen. Ist also hier dran und yes. Dann... Spinne? Wohin? Einfach jetzt erstmal runterklettern. runter. Runterlassen. Nee, Quatsch. Doch, runter. Oder sind wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Nee, nee, das müsste eigentlich gehen. Eigentlich müsste sie jetzt da rauskommen. Ah, doch. Ja, stimmt, weil dann sind wir auf der anderen Seite. Das passt perfekt. So. Perfekt. Na, hallo Spinde. Spinde. Spinne meine ich natürlich. Geh weg. Nee, die mag. Die zeigen sich irgendwie immer nur einmal ganz kurz und das war's dann auch. Oh, Kamerawinkel. Du bist nicht schön. Ja, die Spinnen, die spawnen. Dingensbumssprung oder? Nee. Weil das macht ja keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht. Okay. Aber das hat mich genervt, die ganze Zeit zu klettern. Und vor allem, ich war da übelst unkonzentriert und dann bei dem Balancieren habe ich einmal nicht aufgepasst, habe dann eine Tasse Tee getrunken und dann, wo dieses E da dran stand, ja, fällt sie runter. Dann bist du gefallen. Ja. Na. Oje. Spring. Oh, sie hat wieder den Hula-Hoop gemacht. Ja, hoch, ne? Logischerweise hoch. Drück E. Aber die Spinnen, die haben anscheinend echt keinen Bock mit uns zu kämpfen. Ja, die wissen halt, dass sie sterben. Hätte ich auch keinen Bock. So, jetzt können wir dahin. Sehr schön. Ja. Irgendwie ist hier alles so kalt und spinnig und das ist nicht schön. Jetzt sind aber Spinnen, ne? Vielleicht sind das die von vorhin. Bestimmt. Wie die so zerplatzen. Ja, oh, oh. Oh, sie haben dazugelernt. Geh weg. Sie entwickeln sich weiter. Ja, hast du das schon gelesen? Da stand mal irgendwo, dass Spinnen, wenn man sie erschlägt, dass dann die nächste Generation dazu lernt, sich nicht mehr zu zeigen, dem Menschen. What?
Ja, das macht zwar irgendwie keinen, was heißt keinen Sinn, aber ja, da sind auch noch Die mal sollen mal Vasen. schön dumm bleiben. Ah, war klar, dass in dem Raum auch wieder ein Schatz ist. Wir müssen uns Ah. an dem Hammern festhalten. Ah, I see, I see. Aber bitte nicht zerquetschen! Hohohoho. Das war sehr knapp. Das geht ja beides gleich hoch. Nein, nein, nein. Wo? Naja, wir müssen ja, dass wir an die Nein, nein, Dinger. nein, nach, ne, nach da drüben. Nein. Sie muss doch erstmal überhaupt irgendwo hin. Wir nehmen den zweiten Hammer, den hier, dann ist sie näher an den Teilen. Hä? Die ist doch gleich nach.